Jawohl, 5 Kilo leichter. Für mich regt er nach 7 Kilo. Ja, ja. Gino. Du. Für Sie immer noch Dr. Cultura. Okay, werden wir merken nächstes Mal. Weißt du, die Leute sagen, dass bei uns nichts weiter geht. Sicher geht was weiter. Aber das verstehe ich noch nicht. Übrigens, erstes Projekt haben wir. Ein Progetto. Pass auf, zeige ich dir. Und zwar, ganz top aktuell, Kasperl-Festival. Weißt du, was das ist? Was ist Kasperl? Da kommen alle Kasperl von ganz Europa kommen an einem Abend zusammen. Die treffen sich, reden miteinander, machen der Kasperl-Festival. Ganz Europa, kommt auch die Berlusconi vielleicht? Von ein Kasperl kommt da, ja. Hey, mein Kasperl ist ja gerade gewählt worden. Nicht schlecht. Ah, da freue ich mich. Haben wir schon einen Termin? Nein, nein, aber ein Projekt. Wie gesagt, Projekt. Kasperl. Nicht abgelehnt? Nein, nein, das habe ich ja, also, ja, nein, nicht abgelehnt. Nicht abgelehnt? Kasperl. Ach, ja. Schöne Mütze, steht Ihnen gut. Und was gibt's sonst? Was machst du denn da? Ich schreibe Bericht für Brüssel. Ein Bericht schreibst du, ja? Ja. Aha, und über was, wenn ich fragen darf? Über unsere, über meine Arbeit. Aha. Ja, wo schreibst du ein über deine Arbeit? Dass ich was mache und sie weniger. Es geht um Geld. Wenn was weitergeht, kriegt der Linz Geld. Wenn nichts weitergeht, gibt sie kein Geld. Also muss ich was schreiben, dass was weitergeht, wenn was weitergeht. Oder ich schreibe, es geht nichts weiter, wenn nichts weitergeht. Aber ich sehe, dass wir haben eine Projekte, also geht etwas weiter. Ja, das kannst du reinschreiben, dass das von mir ist, das Projekt, gell? Und deswegen geht was weiter. Ich schreibe mal rein, dass etwas weitergeht. Aber trotzdem sollten wir für die Geld was machen. Ich hätte eine Idee. Können Sie jemanden anrufen, der vielleicht so etwas Ähnliches hat wie Kulturhauptstadt und fragen, wie die Probleme lösen? Ich konnte meinen Freund anrufen in H&M. H&M? Ja, Häupl Michael. Kenn ich nicht. Ist ein Wiener. Wiener, also ein berühmter Wiener. Macht der auch Kulturhauptstadt? Ja, ja, der macht Kulturhauptstadt, vor allem Würstelstandl. Also das ist ein Spezialist für Würstelstandl-Kultur. Und den rufe ich an, das ist eine gute Idee. Na, pass auf, den habe ich eingespeichert. Ja, hallo Michael, grüß dich. Du, servus. Folgendes, der Gino und ich sitzen da jetzt beieinander und auf jeden Fall, wir sitzen da jetzt beieinander und haben gerade überlegt, weil wir haben nächstes Jahr so ein Kulturjahr. Genau, 09. Hast du das schon gehört, ja? Und und ihr macht es im Juni, in einem Monat, ja? Und da wollte ich jetzt eben fragen, da habt ihr ja schon so Plätze und ihr habt überhaupt schon, Leute, die da mitspielen, das ist ja so, bitte? Was ist? Diese Fußball-Europameisterschaft, die nächste Kulturhauptstadt. Ach so, das wo ist... Wo Österreich nur mitspielt, weil er ist der Veranstalter. Ja. Ah, das habe ich, jetzt verwechselt, ja. Na, tut mir leid. Aber nein, wir gehen wieder mal auf Fürstenstand und zwar. Ja, ja, auf eine Burenhäupel. Ja, okay, na dann, danke dir. Baba. Ja, tschüss. Werde ich ausrichten. Sie verwechseln was. Wien ist nicht die Kulturhauptstadt. Wien ist Fußball-Europameisterschaftsstadt. Bitte sehen. Hättest du aber früher auch sagen können. Muss ich fragen. Es gibt so viele stinkige Lüfte draußen. Ja, geil, da kommen wir jetzt nicht mehr raus. Haben Sie jetzt platzierte Wecker irgendwo in stinkende Luft, wo müssen jetzt hin? Ich meine, ich warte, dass es mal irgendwas gibt fürs Telefonat. Ja, der hat ja gesagt. Und er kommt irgendwo, da meine Mutter und mein Freund und ist auch mal verlassen. Die, und dann... die stinkige Luft. Ja, und was soll ich dann sagen? Ah, ich rufe schon Wiener an, oder was? Nein, ja, ich schreibe rein. Schneebrunzer gelesen. Was heißt? Da steht Schneebrunzer.
passt zum Thema. Du kannst alles reinschreiben, Schneebronzer kannst du reinschreiben.